Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück. Toilette habe ich gut geschafft. Wir wollten uns noch hier hinten. Komme ich gar nicht hin. Müssen wir mal eben anders. So, machen wir die 8. Hier mal eben noch die Lackierung von den Zügen. Ey, selbst den hat er sogar automatisch gemacht. Ich meine, okay, RRX, der von National Express, der gehört hier nicht hin. Aber cool. Also ich wusste gar nicht, dass er die auch random spawnt. Das habe ich noch nicht gesehen. Fällt mir gut. Also auf Dresden, auf der Taranta-Rampe, spawnt er also auch die Triebwagen in den Liveries, die man installiert hat. Das ist cool, auch hier den bewegt. In Baden-Württemberg, der gehört ja auch nicht hin, ne? Aber ich finde es klasse, dass die Sachen wirklich random spawnen. Und ja, zu den beiden Lackierungen auch noch eben das Thema. Sind sehr schick geworden. Also sowohl der hier als auch der RRX. Ich hoffe natürlich, dass die Lackierung dann auf der Schnellfahrstrecke Rhein-Ruhr auch jetzt fährt. Dazu werden wir aber auch nochmal irgendwann die Tage mal was machen. Wobei die fiktiv ist, weil eigentlich fahren nicht die Züge in der Lackierung, sondern andere, die Zero HC Modelle. Ah, Rucola AG ist auch anwesend. Von der RWH müsste die sein, ne? Ja. Genau. Um das mal eben klargestellt zu haben. Aber es lohnt sich. Was haben wir denn noch so hier? Wir können mal eben in den Hauptbahnhof reingucken. Jetzt kommen die ganzen Züge, die hinter uns waren und auf uns gewartet haben, so langsam hier auch rein. Hier fährt gerade ein ICE ein, wahrscheinlich von Riesa aus. Alles klar. Er hat mich gerade vom Sitz geschmissen oder was? Scheinbar. Ich weiß es nicht. Ich kann auch nicht mehr die Ansicht ändern. Jetzt doch, jetzt macht das wieder. Keine Ahnung, was er gerade hatte. Spielt aber auch keine Rolle. Wir bleiben da sitzen. Ja, der fährt die Lok fährt jetzt gleich weg, denke ich mal. Dass er ihn umrangiert für unseren nächsten Zug. Aber danach gucken wir gleich. Wir waren jetzt hier auf jeden Fall mit dem ICE dran. Was haben wir noch hier unten stehen? Ein Doppelstockzug. Wieder eine Hamsterbacke. Noch. Der war ja hinter uns. Genau. Und hier haben wir noch ein ICE. Ja, gut. Wie dem auch sei, wir wollen ja jetzt dann. 18:04 haben wir jetzt gerade aktuell. Das heißt, wir gehen jetzt ins Hauptmenü, wechseln wir die Strecke nach Dresden-Riesa. Wetter soll jetzt auch wieder besser werden. Das ist noch der andere schöne Vorteil, den wir haben. Also, einmal nach Dresden-Riesa. Wieder die 155, ne? Und dann müssen wir mal gucken, ob wir eine Fahrplanfahrt haben. Leichte Wolken, ja, können wir so lassen. Mit unserer 155, wo ist sie denn? Ja, hier. Und zwar um 18 Uhr. Ich denke mal, da wird noch was passend sein. Oh ja, locker. So, das heißt, wir haben. Dresden-Riesa hätten wir um 6:30. Das passt ungefähr. Oder nehmen wir die? Ne, das ist zu knapp. Das ist zu knapp. Also in 4 Minuten muss die umge. Ne, das schaffen wir nicht. Also. Ich denke mal, wir nehmen den hier. Dauert wieder eine ganze Stunde. Um 18:44. Ja, machen wir. Haben wir die Pause auch hier fertig. Das sollte gut gehen. So. Ich bin mal kurz noch eben AFK, bis der geladen hat. Und dann sehen wir uns sofort im Zug wieder.
wieder und es geht jetzt auch jeden Moment los. Also, wir sind jetzt 600 Meter lang, 1.500 Tonnen schwer. Ich denke wieder, wir haben Autos geladen. Ich weiß es aber nicht, oder? Containerwagen, mal gucken. Und ja, was haben wir denn heute? Ah, wir haben Container. Wir haben einen Zug mit Containerwagen. Ist auch mal was Schönes. Wir haben auch schon direkt freie Fahrt. Bringt uns natürlich nichts. Ich hoffe, wir sind jetzt auch im richtigen Führerstand. Mal gucken. Aber ich denke, es wird alles gut gehen. Das heißt, ja, jetzt ist das wieder auf der Seite. Boah, ich krieg die Krise. Ja, machen wir hier mal den Funzel an. Korridorbeleuchtung an. Sehr schön. Was brauchen wir denn? Wir brauchen eine Sifa. Zack. Wir brauchen den Fummel. Zack. Das können wir zumachen. Dann geht das Spielchen hier wieder los. Ne? Also Kabinenbeleuchtung machen wir mal eben an. Instrumentenbeleuchtung an. Dann brauchen wir Stromversorgung. Das ist alles okay. Ne? Das ist alles. Saft ist drauf. Gut. Das heißt, den Fummel brauchen wir schon mal nicht mehr. Kühlungslüfter können wir erstmal auslassen. Zugheizung lassen wir aus. Da kommt uns ein Auto zur entgegen. Ja. Was haben wir denn noch? Wir brauchen auf jeden Fall weißes Licht für vorne. Na komm, sei artig. Dann brauchen wir Trafo. Ne, ne, ne. Die kann gedimmt bleiben. PCB überbrücken brauchen wir nicht. Das ist auch klar. Sander brauchen wir nicht. Bremsdruckmonitorüberprüfung. Ich weiß zwar nicht, wo sie angezeigt wird. Machen wir einfach mal an. Zugheizung, Spitzensignal weiß, Instrumenten, das, das, das. Wieso habe ich die Instrumentenbeleuchtung noch nicht? Ah, okay. Jetzt ist sie an. Dann brauchen wir hier den. Das scheint zu funktionieren. Sehr gut. Bremskraftschalter können wir auf Vollgas setzen. Den können wir auch auf Vollgas setzen. Und dann brauchen wir hier natürlich noch die Beleuchtung. Zack. Zack. Den Bremsschlüssel einmal umdrehen. Die können wir lösen. Den Fummel können wir lösen. Jetzt steht der hier sogar noch. Aha. Ich würde ja sagen, ich mache so ein Seitenbild, aber das wird wohl nichts. Gut, dann können wir hier jetzt mal eben schnell Kabinenbeleuchtung wieder ausmachen. Und dann. Ach so, Gang sollte man vielleicht reinmachen, ne? Ich habe es zum ersten Mal, dass die Räder durchdrehen bei der Lok. Das ist cool. Also das ist wirklich cool. Dann müssen wir mal die Zugkraft ein bisschen runterdrosseln. So, wo haben wir denn Grip? So, den lassen wir mal auf 5 stehen. Naja, er will noch nicht. 102, 103, 105. Irgendwo muss ich doch Grip kriegen. So. Es tut sich was. Gut, dann lassen wir ihn ungefähr so stehen. Vielleicht können wir noch 120 geben. Ohne die durchdrehen. Das scheint gut zu gehen. Wunderbar. Und dann fahren wir jetzt Richtung Riesa. Gut. Können noch mal eben kleinen Abstecher im Bahnhof machen. Mal gucken, was hier so jetzt drin steht. Ah, immer noch der Talent, ne? Genau. Und jetzt haben wir hier in dem Fall eine Mischkombination. Auch nicht schlecht. Huch. Was mich auch mal interessiert, einfach nur so, was wir jetzt können. Genau, das Spielchen gucken wir uns gleich an, aber ob jetzt hier wieder auf dem Abschnitt zur Taranta-Rampe Fahrzeuge stehen.
Ich glaube nicht, ne? Ne, jetzt ist hier alles leer. Das ist auch schade. Eigentlich wäre es jetzt cool, wenn trotzdem die Fahrzeuge, die hier immer geparkt sind, jetzt auch hier geparkt wären. Das wäre natürlich so ein Highlight. Wechselblinken können wir ausmachen. Wie schnell dürfen wir überhaupt fahren? Ah, oh, schnell. Das heißt, wir können hier auch mal ein bisschen Power auf den Hobel geben. So. Ja, gut. Dann machen wir uns mal auf die Socken. Muss mal eben gucken, wo kann ich denn hier? Das können wir auf Feld schalten. Wobei Fernlicht brauchen wir noch nicht. Aber er ist der vorderste. Den muss ich mir merken. Wenn der da ist, dann finde ich den auch im Dunkeln wieder. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt hier die ganze Beleuchtung anmache, das blendet nachher immer. Kennt ihr ja selber. Ist wie beim Autofahren, ne? Das darf man nicht vergessen. Sonst haben wir jetzt hier Licht. Ja, ich finde es doch anstrengend. Deswegen lassen wir die mal aus. Und hier. Gut. So. Kühlungslüfter können wir auch mal wieder anmachen. Wie schnell dürfen wir hier? Immer noch 60. So, 60 erwarten wieder. Alles klar. Ja, dann bleiben wir bei den 60. Ist ja okay. Wo war das Ding jetzt hier? Handbremse? Nee. Boah. Jetzt hör auf zu lecken, nur weil wir von einem Zug überholt werden. Nee, nee, nee. Muss ja nicht sein, ne? Sitze. Kann ich die eigentlich jetzt hier? Da musst du doch irgendwo sein. So. Hell. So, ja, wir lassen es einfach auf hell. Wird schon schief gehen. Wir dürfen hier echt immer noch, naja, 60 fahren. Dann fahren wir halt weiter in 60, ne? Also. Und das, ja, jetzt zeigt mir das Spiel auch 60 an. So, okay. Aber gut. Aber interessant so, ne? Oder machen wir doch die Funzel an? Habe ich da eigentlich den Dimmer an hier drin? Instrumentenbeleuchtung. Boah, wenn das Spiel nicht so laggen würde, ne? Spitzensignal, Spitzensignal, Stromversorgung. Helligkeit, die ist gedimmt, okay. Hat natürlich auch was. Aber finde ich auch bei der Strecke immer wieder interessant, dass der mir eigentlich fast jeden zweiten Halt, also regulären Halt, anzeigt und sagt einfach nur über einen Ort fahren. Aber gut.
Ist hier immer noch 60 angesagt? Ne, hier ist 80. Ja, dann können wir jetzt auch mal Gas geben. Und mal schauen. Wenn wir dann so um 8, halb 8, 8 Uhr in Riesa sind, wie es dann aussieht. Aber immerhin geht jetzt ja auch wieder unsere PZB anscheinend. Sie blinkt nicht, das ist schon mal gut. Ja, aber die Funzel machen wir aus, ey. Boah. Dem, wenn ein Kollege entgegenkommt, muss man ihn nicht blenden, ne? Wenn das jetzt hell, na, dann machen wir jetzt mal. Warte, wo war das hier? Gedimmt. Na. Irgendwo hier vorne warst du. Hell. Gedimmt. Hell. Gedimmt. Ich sehe keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Hier auch nicht so wirklich, ne? Jetzt haben wir hell, jetzt ist gedimmt. Hell. Achso, das war der falsche. No, man sieht keinen Unterschied. Wir sind aber wahrscheinlich viel zu schnell. Oh ne, es geht. Aber ist natürlich. Schon cool, so eine Abenddämmerung, ne? Also, Lichteffekte und so weiter. Da ist das Spiel schon schön dabei. Hat der Zug auch mal ein Ende? Nö. Ich hoffe nur, dass da jetzt kein Signal kommt und wir keine Zwangse kriegen. Jetzt hat er auch mal ein Ende. So. Oh, da war ein Talent. Ja, wir können mal auf 8 lassen. Gucken, ob der Tempo hält oder ob der weiter beschleunigt. Aber ich glaube, er hält es. Halten ist gut, schneller werden ist schlecht. Oh, das geht mir jetzt hier aber auch auf den Senkel. Warte mal. Dann machen wir nochmal die Funzel an. Das kann jetzt nochmal hell werden. So, wie kann ich denn jetzt hier den Leistung. Na, anbleiben darfst du ruhig. Das ist ja cool. Ich kann die Helligkeit so einstellen. Aha, blenden. Kontrast. Gut, dann lassen wir ihn so im Dunkeln. So, dann blindet er mich auch nicht mehr hier, der Konsorte. Fahrt. Was haben wir denn noch so? Hoch, runter. Aber wofür ich diesen Display sonst noch gebrauchen kann, wisst ihr auch nicht, ne? Also jetzt hier im Spiel. In echt ist klar, hat man wahrscheinlich irgendwelche Einstellungen, die man machen kann, aber. Im Spiel ist das so eine Sache. Ach so, jetzt sehe ich, was ich vergessen habe. Hier die Beleuchtung. Edge. Zack. Zack. So. Naja, gut. Dann fahren wir jetzt einfach mal gemütlich bis Riesa. Haben wir auch anscheinend komplett freie Fahrt erstmal. Also von daher alles gut.
Warte mal, hier konnte ich jetzt irgendwie Handbremse. Na. Also Sitzhöhe hoch. Sieht dann so aus. Hat auch mal was, ne? Ja, ich weiß noch nicht. Wobei ich glaube, tief fand ich angenehmer. Oder? Setzen wir uns mal tief. Sitze, wo bist du? Da. So sitzen wir tief. Hm. Fakt ist auf jeden Fall die Sonne, die blendet. In dem Fall setzen wir uns auf jeden Fall nach oben. Na komm, so. Ja, sie blendet. Das ist aber auch gemein, wenn die so tief sitzt, ne? Gut. Interessant ist, dass man hierdurch noch nicht mal fast keine Fahrzeuge sieht. Also wenn ich jetzt noch komme. Ich weiß nicht. Also jetzt wäre es mal wieder weg. Die gute Sonne mit den letzten Sonnenstrahlen. Ja. Oh, wir kriegen eine langsame Fahrt anscheinend. Oh, wir kriegen wirklich eine langsame Fahrt. Ah, ich nehme jetzt die falsche Bremse, aber ist mir egal. Also wenn ich das richtig habe, müssen wir jetzt auf 80 bremsen, ne? Oder war das ein B? Ich habe keine Ahnung. Ich bremse mal ab auf 80. Das wird schon okay gehen. So. Ziel erfüllt. Aber richtig, eine 80. Also ich dachte, das war eine 80, ne, oder? Ne, war ein B. Okay. Kann mir jemand sagen, wofür das B da oben stand? Ich hätte jetzt gedacht, wir hätten jetzt ab hier 80. Ja gut, dann eben nicht. Dann beschleunigen wir wieder. Aber da hinten ist schon wieder was am Blinken. Blinken ist nie gut. So, jetzt kommt aber hier unten, das ist 130. Ja, 130 fahren wir eh nicht. Also von daher alles halb so wild. Zur Rechten haben wir einen Güterbahnhof. Aber interessant ist auch, dass wir auf dem Gegengleis fahren komplett. Schickt der uns denn? Schickt uns wirklich komplett über das Gegengleis rüber. Interessant. Kann ich hier jetzt... So, hell. Ah, das bringt wirklich fast nichts, ob wir Fernlicht anhaben oder nicht. Wie man sieht. Eigentlich müsste der Tag hell sein mit Fernlicht, aber... Nö. Heute nicht. Fahren einfach quer. Jetzt haben wir auf jeden Fall irgendeinen Halt erwarten. Ich habe aber leider wieder keinen Plan, was die Signale heißen. Ja, ist halt ein bisschen problematisch mit HL-Signalen. Also das könnte jetzt eine 40 heißen, könnte aber auch eine 80 heißen. Oder eine 60. Ich weiß es nicht. Da er mir aber unten nicht ansagt, dass ich wirklich abbremsen soll, wird das wohl irgendwas Schnelles sein. Ich riskiere das jetzt einfach. Wir fahren einfach mal mit 80 hier durch. Stimmt, weil es entgleisen war. Mehr kann nicht passieren. Ja. Wahrscheinlich schickt er mich jetzt eh erstmal wieder rüber aufs ganz rechte Gleis. Von daher. Bin ich mal gespannt. So. Aber es scheint wohl gut richtig gewesen zu sein. So.
So. Was steht denn hier alles? Einfach nur bunte Wagen. Oh ne, die sind türkis. Dann haben wir wieder ein paar rote. Wieder türkis-weiß. Und hinten noch einen S-Bahn-Wagen. Ja. Schon eine interessante Sache auf jeden Fall. Ach, jetzt macht er hier gar kein Gas mehr. Wahrscheinlich, weil er an der Bremse rumgespielt hat, ne? So, und jetzt können wir aber. Komm, jetzt mach mal Gas hier. Ich will ja auch noch ankommen. Aber es wird schon echt dunkel. Mond ist auch schon aufgegangen. Wird schon, macht schon Laune, mal so in die Nacht reinfahren. Wobei es meiner Meinung nach schon Frühnacht wird, also 7 Uhr. Ich meine, vorhin habe ich noch um 7 Uhr bei Sonne draußen gesessen, also sprich, wenn ihr erzählt, gestern. Ist ein bisschen früh. Naja, gut. Spieler hat halt nicht immer. Also mit den Tageszeiten sind sie irgendwie ein bisschen daneben. Zumindest was Deutschland betrifft. Wie es bei den anderen Strecken ist, weiß ich leider nicht. Aber egal. So. Den 15.04. laut Tacho. Ja, 15.04. Wie viel denn haben wir heute eigentlich? Ich gucke jetzt mal eiskalt auf mein Handy. Einen Augenblick. Ja, okay. Das Spiel ist ein bisschen hinterher. Wir haben heute den 18.04. Aber gut. Trotzdem coole Sache, dass das Ding überhaupt eine Tachoanzeige hat. Also ein Datum. Aber das wäre ja auch cool, wenn das Datum nach Systemzeit gehen würde, ne? Aber gut. Ich frage mich nur, was ich jetzt schon wieder für eine Errungenschaft freigeschaltet habe, aber egal. Aber immerhin scheint es ja jetzt gut zu laufen, nicht so wie auf der Taranta-Rampe und keine Störungen mehr in der Kiste. Von daher bin ich da guter Dinge, dass wir da auch heil ankommen. Sollen wir denn da sein? Steht da schon irgendwas? Ne, nicht wirklich. Ist ja auch jetzt relativ wenig Verkehr im Augenblick, wenn ich das so richtig habe. Aber kann natürlich sein, dass wir gleich noch irgendwie in so einen Bereich mit Stau kommen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir können wirklich ganz gemütlich so durchfahren. Was natürlich nicht schlecht wäre, ne?
Interessant ist auch, dass die Signale hinten so flackern, ne? Also. Und jetzt nur, weil der Zug hier vorbeifährt. Nein, sie flackern weiterhin. Interessant. Interessante Sache auf jeden Fall. So. Boah, das ist jetzt schwierig, diesen Zug zu folgen. Wo müssen wir denn hin? Also ich höre ihn, aber wirklich effektiv sehen, ist schwierig. Ah, da vorne, man sieht die Lok. Man sieht die Lok zumindest. Und hier bei der Strecke wird es echt schwierig. Jetzt wird im Dunkeln, ohne überhaupt Licht zu erahnen, zu erkennen oder sonst irgendwas. Hier ist eine Brücke. Wir können uns mal auf die Brücke stellen. Da kommt Talent 2. Welche Lackierung die Kiste hatte, weiß ich natürlich auch nicht. Ah, man kann sie zumindest hören. Aber wirklich was sehen? Nee. Nachtfahrten halt, ne? Ist leider schon sehr, sehr dunkel. Aber gut. So ist das halt, ne? Kann man hier eigentlich auch noch irgendwie was ändern am Kontrast oder so? Bestimmt. Genau, Helligkeit. Helligkeit kann ich jetzt nicht ändern. Kontrast können wir runterstufen, das ist schon mal nicht verkehrt. Ja, wird schon richtig sein, so. Ja, 110, ja, machen wir mal ein bisschen langsamer. Wir dürfen aber noch so schnell fahren, ne? Ja, das ist gut. Ach ja, ist doch ganz nett. Ah, jetzt sind wir gleich doch schon im Bereich, dass er rumnüllen wird. Komm, gehen wir mal ein bisschen Gas runter. Geht's bergab? Ah, es geht bergab. So. Ja, dann können wir auch rollen. Okay, wir müssen jetzt mal eben die Zugbremse mit reinziehen. Wo ist sie denn? War die da oben, ne? Da ist ja halb so wild. Dann bremsen wir mal ein bisschen gegen. Mit der Lokbremse. Werden sie denn überhaupt einen 500... 600 Meter lang zu halten kann? Wo ist sie denn? Direkte Bremse da irgendwo. Wir geben dem Ding mal 50% drauf. Aber auch das hält den Zug anscheinend nicht auf. Aber ist egal. Solange wir nicht ausgebremst werden, spielt das erstmal keine Rolle.
Ja, können wir sie jetzt wieder lösen? Oder? Ja, mehr lösen brauchen wir nicht. Haben wir die Sifa? Alles klar, Sifa. Geht, wir können die Lampe auch anlassen, aber ja, ich fahre lieber ohne. Ich weiß nicht. Finde ich angenehmer. Weil beim Auto hat man ja auch mal so, dass man die Leuchtung auslässt. Ich weiß nicht. Finde ich so auf jeden Fall wirklich besser. Was ist das denn? Was cool ist, aber auch bei der Ansicht kann man wirklich Instrumentenbeleuchtung sehen. Also das ist schon cool. Auch die Tachonadel, wo die steht. Sehe ich eigentlich, wenn ich jetzt Gas gebe? Okay, das sieht man auch. Das ist echt schon... Da haben sie schon schön gemacht. Das haben sie schon cool gemacht, muss man ganz klar sagen. So. Na ja. Der hat schon 3 Minuten Verspätung nach uns. Haben wir gern gemacht. So. Okay, kann man die mal auch wieder lösen, ne? Die Lampe auch aus. Wunderbar. Wie schnell dürfen wir hier? 120. Ja, passt schon. Aber was ich auch gut finde, ist, das ist mir noch nie aufgefallen, die Autos sind ja sogar beleuchtet. Das ist ja mal richtig cool. Habe ich ja noch nie so drauf geachtet. Autos sind beleuchtet in dem Spiel. Finde ich klasse. Hm. Wir haben auch keinen durchschnittlichen Räder. Geht das jetzt gerade bergauf? Ne, bergab. Na ja, gut. Aber wir sind ja auch gleich schon in Hinschritz. Bin mal gespannt, wie die Fahrt dann, wieso die Fahrt dann noch 40 Minuten dauern soll. Wenn wir schon in Hinschritz sind, das ist ja schon... Das sind ja schon fast die Hälfte der Strecke haben wir schon durch. Also, wir sind keine... Wir sind gerade bei 15 Minuten auf Tour. Wenn ich das richtig habe, ne? Nee, Quatsch, wir sind vor 7. Nee, alles klar. Hab nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ah, ich glaube, da kommt uns was entgegen. Könnte aber ein Signal sein. Nee, ist ein Signal. Oh, wir sind wieder zu schnell. Wir müssen mal langsam... Bisschen runter. Problematisch ist aber auch wirklich, man erkennt nicht, ob man bergauf oder bergab fährt. Oder nur ganz schwierig. Aber wir müssen auf jeden Fall nochmal die Zugbremse reinholen. Die war irgendwie hier oben. Ach, machen wir nochmal Licht an. Ach, die steht schon auf volle Leistung. Okay. Na, dann lassen wir sie nochmal auf volle Leistung stehen.
Und ja. So, jetzt tut sich hier mal was. Oh ne, 120. Sind wir eh drunter. Halb wild. Naja. Aber ist ja gemütlich mal so, ne? Nur schade ist halt bei diesen Nachtfahrten, man sieht leider nicht viel von der Landschaft. Aber mit dem Sonnenuntergang, der war schon, sah jetzt schon cool aus. Das sah jetzt echt schon cool aus. So, dann sind wir jetzt hier in dem stillgelegten Bahnhof. Dann sind wir auch gleich schon in Riesa. Und ja. Sind wir jetzt ja relativ zügig, also. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So. Dann schauen wir mal. Ah, ein bisschen mehr Leistung können wir dem Kurbel jetzt wieder geben. Ich weiß aber auch nicht, wie viele Kilometer das noch bis Riesa sind. Müsste 10, 15 sein, über dem Daumen. Aber das sehen wir ja gleich, wenn wir in Nünchritz sind. Und ja, mal schauen. So, Nünchritz haben wir erreicht. Boah, Leute, ihr habt es aber auch nicht alle so nah am Gleis zu rennen, ne? Getroffen? Nee. Ey, die haben sie nicht alle. Also, das muss man denen ja ganz klar sagen. Die haben doch alle einen, wirklich einen weg. So, geht's jetzt bergauf oder? Ne, geht wieder bergab. Trotzdem wird die Kiste langsamer. Aber ich muss sagen, mit den beleuchteten Autos, ich meine, die Häuser, das kannte man ja schon. Aber die Autos, da habe ich ja noch nie drauf geachtet, aber finde ich schon cool. Das finde ich schon echt cool. So, ich glaube, da kommt uns wieder ein Zug entgegen. Oder ist das ein Bahnhof? Ne, müsste Glaublitz sein. Das heißt, da kommt uns jetzt wahrscheinlich doch kein Zug entgegen. Schade. Aber immerhin kann man den Bahnhof schon mal vom Weiten sehen. So. Gut. Glaublitz erreicht. Nächste alte Riesa, in circa 5 Minütchen sind wir da. Aber die hinten, die Häuser, da müsste schon Riesa sein, fast. Ja. Gut. Alles in allem hoffe ich aber, dass es euch gefallen hat. So. Und joa. Dass ihr mal schön die Baureihe 155 kennenlernen konntet. Also so wirklich mit allen
Macken und ja, ist schon. Also ich muss echt sagen, momentan mit einer meiner Lieblingsloks, bin ich sogar die Lieblingslok von mir. Ja, weil diese Highlights, dieses Quietschen alleine, ne? Ist schon cool. So, wir gehen jetzt mal hier langsam, nehmen wir die Leistung raus, sind noch 5 Kilometer. Bremse ist ja eher voll, das hier oben, die Zugbremse. Kann er schon mal anfangen zu bremsen. So, Licht an, na, der steht auf Vollleistung, genau. Und bis wir da sind, dauert ja eh noch ewig. Kann er ja schon mal anfangen, den langsam und geschmeidig runter zu bremsen. Auf den letzten 4 Kilometern unserer Reise. Und ja. So. Das müsste der letzte Bahnhof sein, den wir jetzt durchfahren. Wenn es überhaupt einer ist. Aber ich glaube schon. Den vom Bahnübergang. Stellwerk. Ja, ist das schon Riesa? Ach, das ist schon die Elbbrücke. War schon in der Brücke? Ich glaube ja. Ich glaube, wir fahren jetzt jeden Augenblick über die Elbe. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber ich glaube, wir fahren jetzt. Ah ne, das ist eine Straße. Interessant ist auch, dass diese Straße ohne Straßenbeleuchtung beleuchtet ist. Wenn man mal genau darauf achtet. Ah ne, die hat Straßenbeleuchtung. Ich habe nichts gesagt. So. Oh, wir kriegen Halt erwarten. Ah ne, Langsamfahrt erwarten, dann Halt erwarten. Ja. Also das ist dann quasi die Ankündigung fürs Halt erwarten, wenn ich das richtig habe, ne? Denke ich mal. Na, so genau habe ich das noch nicht raus. Aber spielt auch keine Rolle. Wir sind auf jeden Fall langsam genug. Ich kann immer noch im Notfall eine Zwangse reinhauen. Das sollte schon schief gehen. ...20 km/h erwarten. So. Wie schnell ist jetzt hier? Hier ist noch... Ja. Schnell genug. So. Gut. Mal gucken. Ah, 1 Kilometer haben wir noch am Bremsweg. Ob wir die gleich lösen müssen oder nicht. Ich weiß es nicht. Oder ob wir noch nachziehen müssen. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal die anderen Bremsen nachziehen. Aber wir werden es sehen. Ich weiß auch nicht, ob ich jemals einen Güterzug nach Riesa befördert habe. Also im freien Spiel. Und auch geschweige denn in der Länge. Bin ich mal gespannt. Also wir machen auf jeden Fall mal die, lösen wir jetzt mal. So. Ja doch, hier hinten haben wir auch schon mal. Haben wir ja, logisch. Haben wir doch mit der Mauer 363 haben wir doch gemacht. Naja, gut.
So. Und damit haben wir das dann auch gleich erreicht. Unser gutes Ziel in Riesa. Und wie gesagt, wenn das Video euch gefallen hat, hinterlasst doch mal einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, auch gerne mal an die Glocke denken. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ansonsten im Abspann findet ihr gleich, weiß ich gar nicht, was findet ihr? Oben links findet ihr ein Video, das euch YouTube vorschlägt, würde ich sagen. Unten links natürlich die Playlist zu 155 und in der Mitte die Playlist zu meinem Train Sim World 2 Let's Play. Ne, oben links findet ihr, ich muss mal gucken, vielleicht auch ein Video zu Rollercoaster Tycoon. Ich weiß es noch nicht. Lasst euch überraschen. Und ja. Das dazu. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick in diese Lok geben. Mit allen Problemen, die sie hier hat. Sowie Möglichkeiten, die man so einstellen kann. Ich glaube, ich habe alles erwischt. Nichts vergessen. Ich weiß es nicht. Ja. Und ich hoffe, ihr hattet insgesamt auch ein schönes Osterfest. Und dann würde ich sagen, genießt mal den Restabend des Tages noch so, ne? Und ja. Vielleicht sehen wir uns dann ja schon morgen wieder in Train Sim World 2 oder mal gucken die Tage, was noch so kommen wird. Ich glaube, morgen müsste wieder Dresden-Riesa auf dem Plan stehen als Rangierfahrt. Wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe. Aber ich kann mich gerade auch irren, ne? Also deswegen. Nichts ist versprochen, nur ich glaube. Und zwar so. Naja, wie auch immer. Wir sind jetzt auf jeden Fall in Riesa im Güterbahnhof. 100 Meter noch bis zum Ziel. Dann werden wir die andere Bremse anziehen. Oder ja, wir können auch die Lokbremse nehmen. Volle Leistung. Bin ich mal gespannt, ob das reicht. Oder ob es nicht reicht. Aber ich denke, das reicht sogar mit der Lokbremse. Dann können wir jetzt hier mal. So. Okay. Wir müssen doch noch mal den Meter vorfahren. Hey, die 9 Meter, ne? So. Gut, jetzt hat es aber gereicht, ne? Danke. Sehr gut. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, und dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Bauer sein. Und wie gesagt, einen angenehmen Rest Ostermontag. Tschüss.